Er hatte mich gefragt, ob ich gerne auf Berge kletter. Und dann habe ich gesagt, ja, ich war schon mal im Harz auf dem Brocken. Und hat er mich angeguckt, ja, das meine ich eigentlich gar nicht, sondern ich meine Kilimanjaro in Afrika. Und dann habe ich gesagt, ja, probieren würde ich's. Ich wusste, ich will mich auf jeden Fall bewerben. Aber natürlich habe ich irrsinnigen Respekt vor dem Berg, weil ich bin auch so ein Flachland-Tiroler. Also ich komme aus Norddeutschland und Berg habe ich eigentlich noch nie irgendwie was gesehen. Ich habe Angst vor dieser Höhe. Ich bin das erste Mal überhaupt wandern. Ich war noch nie auf einem Berg. Meine beiden Großmütter, die haben eher gesagt, oh, mein Jung, mag das nicht. Naja, ich habe ein paar Leute, die mich belächeln dafür, dass ich da hoch möchte. Aber den Leuten will ich es zeigen und mir selbst. Wir bereiten uns heute vor auf die weiteren Schritte und Etappen, die auf uns zukommen. Ich möchte meine Grenzen auf jeden Fall austesten. Mit diesem Kili-Projekt habe ich irgendwie jetzt auch so ein bisschen Lust gefunden, irgendwie ein bisschen abzugehen und ein bisschen an mir zu arbeiten. Es ist wie so ein Feuer, was in mir entflammt ist, worauf ich jetzt einfach total Bock habe. Alleine würde ich sowas niemals machen. Aber als Team ist das halt was ganz anderes. Man kann halt alles schaffen, man kann halt alles erreichen, was man will, wenn man sich das Ziel setzt und halt auch wirklich konsequent dranbleibt. Jeder einzelne Schritt hat so wehgetan, aber irgendwann hatte man dann nur noch das Ziel vor Augen, dass ich den Rest probiert habe, einfach zu verdrängen. Die Schmerzen zu verdrängen, die Anstrengungen zu verdrängen und einfach nur noch Schritt für Schritt dem Ziel immer näher zu kommen. Ich glaube einfach, das ist das erste Mal etwas, wo ich sage, da stehe ich voll hinter, das will ich unbedingt erreichen. Und da benutze ich auch das Wort will und nicht möchte, sondern ich will es wirklich. Entweder jetzt oder nie. Ich mache das für keinen anderen, ich mache das für mich selbst. Alle, die das sehen, sollen ruhig sehen, dass ich das war und dass ich das geschafft habe. Also ich glaube, dass wenn man das geschafft hat, dass es etwas mit und in einem verändert. Ich glaube, dass ich danach wirklich gestärkt bin fürs Leben. Immer dranbleiben und an sich selbst glauben, einfach an sich selbst glauben. Das habe ich ganz toll gelernt. Ich freue mich auf jeden Fall, also ich bin heiß. Ich würde auch lieber jetzt nächste Woche auf den Kili hoch, als jetzt irgendwie im Januar. Ich kann es noch nicht wirklich glauben, dass ich die Chance bekomme, den Kilimanjaro zu besteigen. Habe ich niemals mitgerechnet, dass mich das so flashen wird. Ja. Aber ich kann da gar nicht drüber reden, ich freue mich schon mega. Ich fühle mich stark. Ich fühle mich stark.